Wer heutzutage in sein möchte, der steht auch unter dem Zwang, die sozialen Netzwerke wie Facebook zu besuchen. Doch die sozialen Netzwerke beinhalten auch Risiken. Zu diesem Thema hat die Firma Symantec im März 2011 1000 User befragt. Am Telefon habe ich jetzt Herrn Stefan Wesche von Norton, der mir sicher sagen kann, was die Umfrage denn ergeben hat. Die Umfrage zum Online-Verhalten hat gezeigt, dass 62% der Deutschen zum Beispiel ganz gerne den Reset-Knopf drücken würden, um alle persönlichen Daten, die jemals über sie gepostet wurden, online mit einem Schlag entfernen zu können. Das Interessante in dem Zusammenhang ist aber auch, dass wiederum 3/4 der Befragten eben davon ausgehen, dass Informationen über sie im Netz verfügbar sind, wobei aber 63% selber gar keine Informationen über sich online gestellt haben. Also kann man davon ausgehen, dass diese Informationen zum Beispiel von Dritten online gestellt wurden. Einen sogenannten Reset-Knopf fürs Internet gibt es leider noch nicht, wäre aber sicher eine geniale Erfindung. Da stellt man sich nun die Frage, was man selbst machen kann, damit man im weltweiten Netz nur so dargestellt wird, wie man es selbst auch möchte. Generell kann man sagen, dass wenn man sich online aufhält, eben vorsichtig sein muss, welche Informationen man selber überhaupt einstellt, um eben sicherzustellen, man gibt hier so wenig wie möglich von sich preis und nur die Sachen, die eben auch wirklich, ja, wirklich nötig sind. Das andere, was man natürlich tun kann, wenn man mal schauen möchte, was gibt es denn schon über einen selber im Internet, kann man natürlich auch selber einfach mal eine Suche starten mit seinem Namen, um zu gucken, welche Informationen gibt es hier denn schon. Und teilweise, je nachdem, welche Art von Information es ist, kann man natürlich hier auch bestimmte Sachen dann selber schon direkt löschen, wenn man möchte. Zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken kann man zum Beispiel oft, wenn man auf Bildern markiert wurde, diese Markierung wieder entfernen. Das andere, was natürlich auch immer ganz gut ist, wenn man sich online aufhält, ist natürlich eine Sicherheitssoftware zu verwenden. Und gerade auch zum Beispiel Facebook gibt es kleine Tools, da gibt es auch eins von Norton, das nennt sich Norton SafeWeb für Facebook. Das hilft einem dabei, dass man zum Beispiel sieht, welche Nachrichten, die man auf seiner Pinnwand sieht, davon sicher sind und wo man getrost zum Beispiel auf den Link klicken kann und welche vielleicht auf Seiten zeigen, wo dann ein Risiko für meine persönlichen Daten entsteht. Im Internet haben wir vieles kommen und gehen sehen. Werden die sozialen Netzwerke auch in Zukunft Bestand haben? Also man sieht ganz klar, der Trend, Informationen von sich preiszugeben, ist besonders stark ausgeprägt eben bei jungen Leuten und Jugendlichen und auch bei Familien mit Kindern. Und für die Zukunft sehen wir jetzt bei Norton eigentlich da keine Änderungen vorher. Das heißt also, wahrscheinlich werden noch mehr Leute noch mehr Daten von sich bewusst oder unterbewusst oder unfreiwillig preisgeben, weil einfach die neuen Kommunikationsmöglichkeiten wie die sozialen Netzwerke das stark anregen. Und es ist natürlich auch, man hat natürlich auch sehr viele neue Möglichkeiten, aber leider wird halt oft nicht bedacht, was für negative Folgen das haben kann, wenn diese Informationen dann jedermann sozusagen im Internet zur Verfügung stehen.